Moin Moin Leute, ich bin Lilkopus Brain oder Elfonian und begrüße gerade dich zum ersten Tag vom November. Crazy, 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 crazy. Freunde, 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 gestern kam tatsächlich an Halloween der letzte Part von dem Spooktober online. Und er ist so gut bei euch angekommen und ihr habt so sehr die ganze Zeit gefragt, ob ich nicht einen Spookvember machen kann. Irgendwas im November, Hauptsache es geht weiter damit. Und natürlich, natürlich höre ich auf euch, wenn ihr so viel dazu mal schreibt. Und deswegen befinden wir uns jetzt in einem neuen Monat mit weiteren wundervollen 30 Tagen im November. Also willkommen, willkommen, willkommen. Macht's euch bequem, macht euch bereit. Wir schauen natürlich weiterhin in ein paar schöne Horrorgames rein. Heute fängt das Ganze alles an mit From Flames, so heißt das gute Spiel, und wir schauen einfach mal, Was ich schon mitbekommen habe zu From Flames ist, dass Your name is not important, wir haben keinen Namen. You're a survivor, you roam the wastes of a world only spoken about in campfire stories, looking for anything and everything that might keep you going a day longer. You haven't seen another human being in years and you're beginning to wonder if you are the only one left. Following days of wandering through fields and forest, blinded by an intense fog, you eventually come across a church at the roadside. Running low on food, you decide to take a look inside. What you find will be your undoing. Was wir da finden, wird uns wohl ein bisschen komisch aufstoßen. Sehr interessant. Was ich schon mitbekommen habe von dem Game, ist, dass es hier wohl verschiedene Endings gibt, was natürlich immer sehr interessant macht, dass man mal schauen kann, welches Ending man als erstes sich erspielt. Ich glaube, insgesamt soll es 5 Stück geben. Es hat wieder diese, genau das hier, genau diese Grafik ist meiner Meinung nach eine Grafik, die der absolute Wahnsinn ist. Weil das ist so pixelig, das ist so, man, überall kann sich was verstecken. Das ist mein Horror. Das hier ist genau der Stil an Horrorgames, den ich liebe. Ohne Scheiß. Richtig gut. Deswegen habe ich zum Beispiel damals auch I'm Scared total geliebt. Also wirklich des Todes. Okay, da ist ein Campfire. Note from Abigail to Dan. The paper has certainly seen better days and whoever wrote this doesn't have the best handwriting, but it's readable. Hey Dan, feels like I haven't seen you in years. Yeah, I know, it was only last week, but... Oh, you know what I mean, I'm always saying the same thing. Anyway, Michael has me on guard duty tonight, and I was thinking, how about you sneak out while the others are sleeping and give me someone to talk to? Come on, I know you wanna. I think I'll take that as a yes. See you then, lots of love, Abigail. Und lieber Dan, wenn du jetzt gerade hier dabei bist, ne? Das hier ist sowas von einer Einladung, die du annehmen solltest. Mehr sage ich dazu nicht. Sei kein Dummkopf. Nimm die Einladung an. Church Doors. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Schade. Eine Schaufel. A common tool here in the wastes, though I don't carry one with me. I wonder if there's anything I could dig up around here. Okay, wir haben eine Schaufel dabei. Wir fragen uns, ob wir damit irgendwas aufbuddeln können. Wie da vorne zum Beispiel dieses Grab, so wie es aussieht. Das kommt einem ja jetzt gelegen, mal einen Toten auszugraben. Abigail's despair. Oh, Dan. Why? Why? Why did they do this to you? This can't be real. I don't want to believe it. Why wasn't I there to protect you? This wouldn't have happened if I wasn't so stupid, if I would just stay here today instead of going out scavenging. Damn, I'm so sorry, Dan. Dan, versteht ihr wegen Dan? Okay. I failed to keep you safe. I broke the promise I made to you all those months ago. I'll make this right. They're all going to die. Slowly, painfully, spending every last agonizing second wishing they hadn't made me martyr of you. They're in the cellar now. All of them. And I have the only key. I'll make this right for you, Dan. You will see. Grave. Okay. Also wir können hier auf jeden Fall buddeln. The key was buried alongside whoever this grave belongs to. Must have been down there for a while. It's pretty rusty. Regardless, it should still work without too many issues. Supposed I would best find which lock it fits. Ja, ich würde ja einfach mal schätzen, so frei wie ich bin, dass das der Schlüssel für den Keller ist, weil er hieß ja auch Cellar Key. Ist ein bisschen doof, in die Item-Beschreibung zu schreiben, für welchen Raum er gehört, wenn man eigentlich herausfinden soll, wie der Raum gehört. Dann hätte man eigentlich nur Key hinschreiben. Ah, egal. Generator. Okay.
Abigail's anger. There, I did it. That was those vermin get for what they did. Deep down I've always known just how twisted they were. It never sat well with me what they did to other survivors that came to us after they took me in. But now he's gone. Damn it, I couldn't just sit there and live with it. It's over now though, for me anyway. I'll tell you what I'm about to do. I'm gonna nail all my writings around the place, a final grim reminder to the world as to just what monsters dwelt here for all these years. And then I'll go join the other victims these savages took. At least I'll die content knowing that those scum will rot in the cellar, with my beloved guarding the key. They don't deserve to see sunlight again, even when they're little more than crumbling bones. Also der Schlüssel, den hat sie vergraben bei Dan, das war also wohl Dans Leiche. Und hier unten im Keller müssten jetzt entweder Leichen sein oder ganz schön, ganz wütende Menschen. Our Ascension. Brothers and sisters, as we sit here in our solitude awaiting our ascension and unity, know this. The martyrdom of Dan and Abigail is the catalyst that shall bring our God to us. Rejoice knowing that as the light fades from Abigail's eyes, a series of events is put into motion that will one day purify this wretched earth, reshaping it in the divine image of the Great One. Okay, das ist so ein Typ, der sehr an Gott glaubt, der freut sich schon in den Himmel zu gehen. Da wartet vielleicht irgendjemand auf ihn. This was why we remain after the rest of humanity was cleansed by his holy fires. We were to finish the job and bring God to his realm. Consider yourself blessed to be the instruments of his will. For without you, who would have guided all the other lost souls toward their fate? In this very cellar, you have all served the Great One, unwaveringly. Now, your final act of faith is upon you. This is our destiny. Also das soll deren Schicksal tatsächlich sein. Weil wisst ihr, das hier ist halt das, was ich so pervers finde an den Horror-Games. Meistens ist überhaupt kein Licht da. Und wenn hier ein Jumpscare ist oder irgendwer auf einen wartet, einen umzulegen, dann läufst du ihm, moin, einfach straight in die Arme und scheißt dich kompletto Rino ein. Generator. Auch der Generator geht nicht. Natürlich. Okay, hier sitzen auf jeden Fall ein paar Leichen. Rusted Door. Geht auch nicht auf. Da hinten ist halt ein grünes Licht, aber das ist, glaube ich, hinter einer Zelle. Deswegen war... Oh. Ja doch, hier liegen ein paar. Die hat tatsächlich ziemlich viele hier einfach mal so eingesperrt. Ei, ei, ei. Weil da in die Zelle kommen wir nicht rein. So wirkt es zumindest. Ich hoffe nicht, dass einer von denen gleich komplett random aufsteht. Ich glaube, dann würde ich ein bisschen schreien. Bin ich ehrlich. Wundert mich auch, dass ohne den Generator der Computer nicht funktioniert. Weil ich meine, wie ihr alle wisst, Freunde, Computer leben von Luft und Liebe. Und nichts anderem. Also, die waren auf jeden Fall, so wie es aussieht, ja alle happy, dass sie gestorben sind. Anscheinend. Haben ihren Purpose darin gesehen. Da können wir nicht rein, ne? Nee. Leave. Ich kann... You got ending F. Escape. As you approach the church, you get this striking feeling that something isn't quite right. Instead of playing the hero and going in to investigate if your hunch is correct, you do the smart thing and just go looking somewhere else for stuff to scavenge. I mean, you are never one for churches anyway, and you think maybe you left the stove on at home. Yeah, the stove. You live a long and happy life, soon forgetting all about that weird town and the church that gave you the freaks. Okay, ich habe jetzt die ganze Zeit vorher ganz viel gemacht, obwohl ich mich einfach hätte umdrehen können und gehen können. I guess. Kann man auch machen. Ja gut. Das war jetzt nicht das, was ich jetzt direkt machen wollte. Bin ich ehrlich? Umherlaufe. Oh. Okay, das Ding ist, ich habe ja schon dreimal dran gezogen eben. Und ich dachte mir, dass das reicht.
Aber man kann da einfach so oft dran ziehen, dass er auch angeht. Ja, well. Mystic OS. Starting System. Alright. Click to start. Hello. Help for further instance. Heilige Scheiße. Turns a list of potential commands. Outputs information about X if the system has data stored in. Okay. Oh, here. Toggle. Door 1 power. Admin only. Shit. Database. Abigail. Heilige Scheiße, was hat der hier alles eingebaut? Wie krass. On the 7th of December 2021, wir sind in der Zukunft. Abigail was found starving just outside the gates of the community. She wore what could only be described as rags. Had she been left, she was going to die. Surprisingly, the fellowship took her in and nursed her back to health, bringing her into the fold once she had recovered. She is the only person to ever receive this privilege. Her behavior is far from abrasive than anyone else in the fellowship, as she is much louder and rowdier. Usually such behavior is unacceptable and punished by... Ich brauche wieder einen Popschutz. Es tut mir so leid. Punished by exile, and yet father believes her to be incredibly important, so she is granted exemption after exemption. She remembers nothing of her life before joining the fellowship, meaning she doesn't know her age, where she's from, or even her true name. Everything she was given to her by the fellowship, including her meeting of the love of her life, Dan. Database Dan, das ist auch schon das nächste, was ich gerade machen wollte. Bio, son of a father. Oh, ey, der Sohn eines Mannes. Interessant. Der Sohn eines Vaters. Das macht's ja noch redundanter. And the second member of the Fellowship of Ash was born on the day of the Great Purge. While a newborn child was certainly a burden to survival, father believed that the date of his son's birth couldn't be coincidental and that his son was instrumental to the Great One's plan. It is said that Daniel's birthday falls a week before his father's. Mm-hmm. When Abigail was brought into the Fellowship, Daniel immediately fell in love. Something about her just called to him, and his infatuation quickly consumed him. Luckily for him, his intention was returned with similar interest and not repulsion, as Daniel has expected. Love is forbidden within the Fellowship, but for some reason, father allowed it, and the two have been together for 3 months at the time of writing. It is agreed by both Dan and father that the day Abigail joined the Fellowship was the most important day of their lives. So ist es. Also den Geburtstag sollten wir uns merken. 6.4.1. Start Admin. Welcome back, Father. To ensure the utmost security, please re-enter your passcode. 6.4.1. Das heißt, eine Woche später wäre der 13.4.1. Ah. Pass 13.4.1. Aber 1 kann ja nicht sein. Er ist ja nicht so alt wie sein Sohn. Aber es sind auch nur... Doch, es sind 6 Digits. Das ist ein Problem. Database. Father. Oh. Founder of the Fellowship of at the age of 22. Survived the Great Purge at the age of 22 and has been working towards fulfilling the will of the Great One ever since. Years of tough survival have taken their toll on his mind as he now struggles greatly to remember personal details. He considers himself irrelevant beyond his work. Database. Gibt's was zur Fellowship? Nee. Database. Dan. Survived the Great Purge at the age of 22. Was born on the day of the Great Purge. Ja, jetzt musste man rechnen, ne? Also er hat sie mit 22 überlebt und da ist sein Sohn zur Welt gekommen. Das heißt, 22 Jahre von 2001 zurück müsste sein Geburtsdatum sein. Das heißt, 21 Jahre zurück. Das heißt, 79. Richtig? Geben wir mal ein. Rechner. Damit ich mich jetzt nicht hier komplett blamiere. 79 plus 22 ist 2001.
Das heißt, Pass, 13.04.79. Hä, aber das ging doch so, oder nicht? Start, Admin. Pass. 13.04.79. Aber das ist doch 79 dann. Great Purge. Da war er 22. Und von 2001 müssen wir 22 Jahre zurückgehen. Das ist 79. Oder 78 dann. Start Admin. Pass. 13.04.78. Ey, wenn der das jetzt einfach eingestellt hat auf den Geburtstag seines Sohnes. Ne, das habe ich doch direkt ausprobiert, ne? 13.04.1. Ja, das habe ich direkt ausprobiert. Start Admin. Pass. Da stand doch, dass der Sohnemann eine Woche vor seinem Vater Geburtstag hat, ne? Das heißt, das ist ja auch richtig, dass ich sage, 6 plus 7 sind 13. Ja. 13.04.80? Nee. Database. Dan. Daniel's birthday falls a week before his father's. 13.04.22. On the day of the Great Purge. Ah. Wie lange ging denn der Great Purge? Das ist eine wichtige Frage. Weil der hat das am Tag der Great Purge. Das heißt, es könnte ja noch ein paar Jahre noch anders gewesen sein. Wir können aber in der Database, glaube ich, nicht nach Purge oder so suchen, ne? Nee. Was kann man denn sonst so hier Schönes eigentlich machen? Outputs. Was? Dann schreibt er einfach da was rein. Interessant. Das gibt's doch nicht. Ich will da drauf kommen. Start Admin. Pass. 13.04. Wenn er 22 war und es eventuell länger noch ging, dann müsste er ja älter sein und weiter nach hinten. Auch nicht 13, auch nicht 77. 76? Ich habe ein bisschen Angst, dass die das Datum umdrehen, weil Amerika und so. Das finde ich halt immer komplett ärgerlich, wenn das wegen sowas scheitert. Also quasi. Nee. Ha. Weil das müssen wir halt auf jeden Fall lösen, um hier irgendwie reinzukommen. Hier hinten ist übrigens dann anscheinend immer noch kein Strom. Und nix. Komm schon, das gibt's doch nicht. Database. Father. Founder of the Fellowship, Prophet of the Great One, survived the Great Purge at the age of 22. Er hat den Great Purge mit 22 überlebt. Am ersten Tag der Great Purge ist der Sohn geboren. Am 6.04.2001. Das heißt, 22 am Stück. Wie lang ging der Great Purge? Das müssten wir wissen. The Great Purge. Database. Abigail. Stand bei der drin, wie lang das ging? Wow. Ne. Database. Great Purge. Database. Help?
Ah, oh, das gibt's doch. Great Purge. Nice. On June 4th, 2001, the will of the Great One was put into action and the world was engulfed in all-consuming flames. Clouds of blinding white, red, orange and black rose from the earth and touched the heavens, harvesting the soul of thousands. This was to be the day the earth was wiped clean from the filth and reshaped into the glorious image of God. But it wasn't enough. Before the world could truly be rebuilt, one final task must be fulfilled by the follower of its will. Those of us that survived were chosen and play an integral part in bringing this world out of the squalor and reformed into something beautiful. Okay. Database. Great One. The Great One is a being far beyond the constraints of time and space, something so powerful it pulls the string of fate and destiny. Its motives are indiscernible, but its desires are brought to the world by the ones it reached out to. Most call them insane, but they are enlightened. They see the cosmic truth and will do whatever is necessary to ensure everyone plays their part in the divine destiny. To try to comprehend the Great One is impossible, it is nameless, it is formless, it simply is. Database Help, da muss ich nochmal kurz nachgucken. Weil wir haben auch noch die Fellowship of Ash. We are a group of enlightened individuals, led by the prophet known only as Father, based in what remains of an old church in... and welcome outsiders into the fold with open arms. All we ask that they follow up our three simple rules. Remain courteous towards your brothers and sisters, respect the word of Father, for through him does the Great One commune with us. Realize that our lives are mere countdowns until we fulfill our true duty and die, so that the Great One may use our soul to reform the earth and to fear that duty is sacrilege. Okay, also alles so ein bisschen crazy. Database, Great Purge. The will of the Great One was put into action. Am 4. Juni. Aber es macht doch gar keinen Sinn. Der Sohn ist ja im April geboren. On the day of the Great Purge. Date of birth ist der 6.4.01. Geht's vielleicht um den Great Purge? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Wäre der 6. Start atmen. Pass. 06, 04, 01. Okay, ich glaube, ich habe das Ding gebumst. Help? Am I Pregante? Nein, er funktioniert nicht mehr. Restart? Ah. Er hat zu viel Information. I killed him. Why did I do this? Oh, Mano. Ja, ohne Momento, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir gehen hier... Oh, meine Maus kurz zu schnell. Gehen hier einfach nochmal rein. Das sieht gut aus. Er hat sich neu hochgefahren. Okay, also. Passt mal auf, Freunde. Wir geben jetzt erst nochmal... ja. Database. Great. Purge. Dann Start Admin. Dann Pass 060401. Start Admin. Pass 040601. Das gibt es doch nicht! You most likely set it to an important date. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, dass das das Date wäre. 4. Juni 2001. Das ist doch für ihn wahrscheinlich einfach ein Megatag, oder nicht? Database Help. Das Spiel verschlingt mich richtig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so krass hier rein jumpe. Abigail.
Unknown, ja, das ist dann doch auch egal. Oder meint ihr, damit ist der 7. Dezember 21 gemeint? Kann gar nicht, weil es ein... 2, 4... Na, könnte auch sein. Pass, 7.12.21. Wie wichtig war dem Abigail? Toggle Door 1 Power. Toggle Door 2 Power. Okay. Krass. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Dass Abigail tatsächlich wichtig ist. Dance Resolution. It happens tomorrow. My brother and sisters are going to grant me the honor of death. Regretfully, I know it will be painful, but I keep reminding myself that it will only increase the euphoria of death's embrace even sweeter. I do pity Abigail, though. Whatever I endure tomorrow, she will suffer tenfold, both from the mental anguish of a broken heart and the physical agony of a broken body. I just hope that in the fleeting moments before death, she realizes the integral part of a cosmic destiny. If there's one final show of love I could give to her, it is my death. And the unfathomably glorious position it puts her in. Und wir haben den Schlüssel für die Kirche. An old and rusted key with splatters of dried blood across it. It looks as if it would fit the lock to the doors of the church above ground. Given what I've seen in the cellar alone, I'm dreading what I might find in the main church. Ja, ich glaube auch, das ist ein bisschen krank, was man da oben sehen wird. Aber wir konnten zwei Türen öffnen. Where is the second door? Ist das die Tür, die hinten ist? Ja. Makeshift device. Well, this is certainly a strange find. This device seems to be cobbled together with little more than spare parts, and yet it still seemed to work. If I play with the dials on the front, a strange deep humming from outside appears to get louder and more intense. Perhaps I should take a look. Das heißt, das wird jetzt auch zu einem Ende führen. Wir können jetzt entweder in die Kirche gehen oder dieses Gerät benutzen, um uns hier unten draußen rumzugucken. Ja, scheiß mal auf die Kirche, Leute. You got ending A. UFO. Alter, 361. Ja, ja, ja. Perplexed by the craft that stands before you, you feel compelled to check it out. What the hell is this thing? The very air seems to get warmer as you approach, as if it's giving off a pleasant warm heat. As you are about to step up the ramp to board the craft, a figure appears from within the blinding light. You can't make out any details, but the shape just seems utterly human. Stranger still, the thing speaks to you in a raspy yet imposing voice. You've done well, it managed to announce through a broken voice as it reaches out a gray scaly hand. Now come with us. You are ascended. To be honest, you have no clue what they mean. All you did was go into some weird cellar and find a strange device in the prison cell. But hey, it's warm in there and cold out here. What's the worst that could happen? Analsonden in den Arsch, South Park, ich sag's nur. Your new host brings you warm tea and you blast off into the stars to start your new life. Freunde, das war Ending A. A steht für Analsonde, wie wir es gerade eben schon gesagt haben. From Flames. Sehr, 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 sehr geiles Indie-Game und meiner Meinung nach ein wunderschöner Start, um sich hier in den November einzuspuken. Ich hoffe, ich sehe euch morgen beim nächsten Video wieder oder, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut in das neue Let's Play von Luigi's Mansion 3 rein. Das wäre jetzt erstmal für heute. Bis dann, euch noch eine gruselige Nacht und Tüdelü mit Ü. Brrr.